Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße euch heute in meiner Werkstatt mit einer ganz besonderen Überraschung, weil nämlich, das war gar nicht geplant, das hat sich so, ich muss mich ein bisschen, dass ich in der Kamera bin, hier ein bisschen orientieren. Ja, das war gar nicht so geplant, das hat sich kurzfristig ergeben und das soll eine Überraschung werden. Ich weiß nicht, wie ich es bezeichnen soll. Designertisch, Beistelltisch für die Gartenterrasse. Und die sollte also... Der Wunsch war, eine Tischplatte zu machen für ein Tischgestell, was übrig war. Und das Ambiente dort, da habe ich mir gesagt, Herrgott, das passt da überhaupt nicht hin. Und habe mir das ausgedacht. Das ist Apfelholz und leider, ich wollte alles machen, dass es aussieht wie ein Blatt des Apfelbaums, wie eine Frucht hier, ein Apfel, der da dran hängt, aber es ist mir nicht ganz gelungen. Teilweise ging es gar nicht anders, ja, weil es war nicht mehr Holz da, sodass das ein längliches, die Tischplatte ein längliches Blatt wurde und kein mehr rundes wie beim Apfel und das sieht eher nach einer Eichel aus als nach einem Apfel. Aber das hat auch einen besonderen Grund, denn das sollte länglich sein wie eine Röhre innen drin. Da ist nämlich ein Minibar drin versteckt. Ja, sieht alles ziemlich filigran aus, wenn man hier drauf drückt. Das, sage ich mal, wackelt auch, aber es ist äußerst stabil. Ich habe überall Metallbolzen. Geschrauben mit metrischem Gewinde, also nicht in Holz reingeschraubt. Und an der Gegenseite also auch diese Einschraubmuttern verwendet, sodass alles richtig stabil ist und hält. Dazu kommt, ich kann den Tisch in alle Einzelteile zerlegen. Ja, damit er transportabel ist, zumindest beim ersten Mal, wenn er das zu seinen Besitzer kommt. Ich zeige alles gleich noch mal ein bisschen aus der Nähe. Zuerst will ich mal, das sind drei Bretter zu Leimholz verarbeitet. Alles wieder mit Handwerkszeug gehobelt und gemacht. Die Oberfläche habe ich mit Epoxidharz getränkt, dann wieder komplett abgeschliffen, dass nur in den Poren und in der Oberfläche drin bleibt. Alles, was überstand, habe ich weggeschliffen und dann dreimal mit Osmo Hartwachsöl behandelt. Matt. So, und das ganze Gehölz einmal nur mit Hartwachsöl. Und jetzt will ich nur mal zeigen, wenn man jetzt, das soll ein Beistelltisch auf der Terrasse sein, die ist überdacht. Und wenn man jetzt da das Geschirr und das Besteck oder vielleicht auch eine Salatschüssel draufstellen will, dafür reicht das allemal, die Stabilität. Ja, essen kann man nicht dran oder man muss Essen anheben. So, ich habe jetzt hier mal eine Glasschüssel halt mit Wasser gefüllt. Ja, also hier ans Ende könnte man sie auch stellen. Also hier bricht nichts ab oder weil, aber wenn man das jetzt das Schwerere hier in die Mitte stellt oder hinten hin, passiert gar nichts. Selbst das. Oder wenn ich hier mal noch meinen Eimer nehme, der ist noch halb voll mit Leim. Also das waren 5 Kilo, also sagen wir gut halb voll, 2,5, 3 Kilo, wenn ich das noch draufstelle. Es ist total stabil. Ja, die Füße werde ich noch ein bisschen anpassen, dass das also wirklich alles waagerecht ist. Und jetzt blende ich mal ein paar Bilder ein von der Bauphase. Weil die habe ich nicht gefilmt, weil es eben sich so kurzfristig ergeben hatte. Und dann gehe ich mal mit der Kamera rundherum und zeige mal, wie die Minibar geöffnet wird.
So, jetzt will ich mal rundherum gehen. Ich glaube, das ist am einfachsten, als wenn ich jetzt den Tisch ständig umstelle. Ja, also es ist alles Apfelholz mit einer Ausnahme. Das fällt aber kaum auf. Und zwar der Ast, der hier steht, an dem dann alles angebracht ist. Das ist Kirsche. Ja, sowas hatte ich nicht als Apfel. Ja, also hier der Stiel vom Blatt, der aus dieser Astgabelung rauskommt. Dort steckt eine 20 mm oder M20 Gewindestange drin. Und dann hier oben, das ist verleimt, die Frucht. Ich sage absichtlich nicht Apfel, weil es keiner geworden ist. Ist auch mit einer Gewindestange und mit zwei Einschraubmuttern hier drinnen verbunden. Die kann ich also abschrauben, die Frucht insgesamt. Hier sind von unten richtig drei dicke Holzfresser drinnen, Schrauben, die das verbinden. Das kann also auseinandergeschraubt werden. Und dann mal sehen, ob ich es von der anderen Seite zeigen kann. Diese, das sind Stopper, damit nachher das Fruchtgehäuse nicht runterfällt, wenn ich es öffne. Da will ich noch kleine Raupengesichter drauf malen. Ich habe schon mal mit Bleistift hier ein bisschen gezeichnet, ja, dass das wie aussieht wie Maden. Bisschen lustig noch. So, und jetzt wird alles vielleicht ein bisschen verwackelt sein. Hier sieht man die Löcher. Ich suche es nochmal, um von der anderen Seite vielleicht einzufangen. Hier. Und da gehen Schrauben durch mit metrischem Gewinde. Und gehen hier rein, und da sind dann auch wieder Einschraubmuttern drin, so dass das jetzt hier richtig fest dran ist, und hier unten steckt eine Gewindestange drin. So, ja, mal ein bisschen unkonventionell jetzt hier, aber wie soll ich sonst die Details zeigen? Viel Hobel- und Schleifarbeit, viel Sägearbeit, um die Blattränder herzustellen. Hier sieht man nochmal die Löcher, da will ich dann noch Querholzdübel mitgeben, dass man die Löcher noch verschließen kann. So, jetzt kommt die Kamera wieder aufs Stativ und ich zeige euch mal, wie... ich muss selber lachen, das wird eine Überraschung, wie die Minibar aufgeht. So, ich habe jetzt die Kamera hingestellt, ein bisschen rangezoomt, und so ist es jetzt Übereinstimmung, dass hier oben die Konturen alle übereinstimmen, und dann kann ich das Fruchtgehäuse hier noch mal drehen. 2-3 Umdrehungen. Und dann ist es frei und lässt sich nach unten senken, und unten schiebe ich die Maden etwas nach innen, die verhaken sich hier im kleinen Überstand, und voilà, die Minibar ist geöffnet. So, dasselbe geht wieder rückgängig zu machen. Ich schieb's wieder nach oben.
natürlich in die andere Richtung drehen. Manchmal braucht man 2-3 Versuche. Jetzt hat es eingerostet, das Gewinde. Und fertig. Wieder geschlossen. So, ich denke, wer meinen Humor kennt, der wird sich genauso daran erfreut haben, wie ich mich daran erfreue. Und ja, ich hatte es am Anfang schon erwähnt, es wurde eigentlich nur eine einfache Tischplatte gewünscht, auf den Tisch gestellt. Und das ist daraus geworden. Und ich sag's euch jetzt, das ist ein Geschenk. Ja, ein Geschenk. Ein Geschenk für meinen Bruder, der sich also diese Tischplatte gewünscht hat. Und ich freue mich jetzt schon auf die Übergabe, weil ich werde ihm sagen, mit deiner Tischplatte ist was schief gegangen und ich musste etwas improvisieren und sieht was anders aus und dann werde ich ihm diesen Tisch präsentieren. Und ich freue mich heute schon auf das Gesicht und auf die Reaktion. Ja? Übrigens, wenn ihr das Video seht, dann war die Übergabe ja bereits. Mit der Vorfreude darauf verabschiede ich mich von diesem Video und bis bald.